Nächster Redner ist jetzt der Verkehrssprecher der NEOS, Johannes Markreiter. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzte Frau Bundesministerin, Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, alle Jahre wieder erleben wir Sie, die Milliardenshow im Zusammenhang mit dem ÖBB-Rahmenplan, der ja immer ein Jahr fortgeschrieben wird. Und jedes Jahr kommt die Jubelmeldung, wieder eine Milliarde mehr oder noch mehr. Und das soll suggerieren, dass ja das alles in eitel Wonne sich befindet, was die Bahninfrastruktur in Österreich betrifft. Und dem steht halt eine Realität gegenüber, Frau Bundesministerin, die mit diesen euphorischen Ansagen und mit dieser Milliardenshow einfach nicht mithalten kann. Ich selber bin jetzt seit 5 Jahren fast regelmäßiger Bahnbenutzer zwischen Wien und Innsbruck und könnte sehr viele Geschichten erzählen, wie oft man von der ÖBB darüber verständigt wird, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden muss, weil da eine Weichenstörung ist oder dort eine Betriebsstörung. Und das sind halt alles Dinge, die machen das Bahnfahren nur sehr wenig attraktiv. Und da rede ich noch gar nicht davon, dass das rollende Material, das ja nicht den Rahmenplan betrifft, auch zu wenig ist, dass hier viel zu wenig Platz oft zur Verfügung steht, dass die Bahnkundinnen abgewiesen werden müssen. Ich würde mir also wünschen, dass wir wirklich, wenn wir über einen ÖBB-Rahmenplan reden, nicht nur von Milliardensteigerungen reden, sondern ganz von konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Wo wurde die Bahninfrastruktur wirklich verbessert? Wo gab es Steigerungen, dass wirklich ein Umstiegseffekt vom Privat-Pkw oder von mir aus auch vom Inlandsflug auf die Bahn erfolgt? Gibt es da nachvollziehbare Zahlenmaterial, belastbares Zahlenmaterial? Und dann kommt noch dazu, dass natürlich die Vergabe der Verkehrsdienstleistungen auch nicht dazu angetan ist, dass man heute Qualitätsschub herbeiführen will. Man kann feststellen, seit auf der Weststrecke ein privater Betreiber fährt, das hat auch auf die ÖBB gewirkt. Da wurde der Railjet eingeführt, da wurde Qualität verbessert. Aber jetzt scheint es wieder das alte Fahrwasser zu sein. Die Vergaben erfolgen nur im Wege der Direktvergabe, obwohl seitens der EU diesbezüglich jetzt andere Auslegungsrichtlinien für die entsprechende Verordnung erlassen worden sind, welche eigentlich die Direktvergabe von Verkehrsdienstleistungen stark einschränken. Und es wäre sehr wünschenswert im Sinne der Kostenersparung einerseits und der Qualitätssteigerung andererseits, wenn hier mehr Wettbewerb auch im Bereich der Bahndienstleistungen erfolgen würde. Wir werden diesem Rahmenplan diesmal nicht die Zustimmung erteilen, weil wir einfach zu wenig Umsetzungsqualität sehen. Es wird nur mit Milliarden herumgeworfen, ohne dass eine konkrete Maßnahme ersichtlich ist, welche das Bahnfahren wirklich für die breite Bevölkerung attraktiver macht. Danke.